Ja, herzlich willkommen, ich bin's, der Ecobee, und ich werde euch heute zeigen, wie mein Hardstyle-Kick erstellt. Damit ihr jetzt mal so ungefähr worauf wir hinaus wollen, habe ich hier ein kleines Beispiel für euch. Ja, ich finde, das klingt schon mal ganz geil. Ich werde den zwar nicht hundertprozentig genauso wieder nachbauen können, das wäre purer Zufall. Aber ich fange da mal an, und zwar mit dem Junglist. Ich lade den mal kurz. Na, wo ist er? Da. So, damit das nicht so lang dauert, habe ich schon ein Preset vorbereitet. Das habe ich aus dem DeepCake A3 gebastelt. Ich lasse es mal offen, damit ihr euch das anschauen könnt. So, dann patche ich hier mal ein bisschen hoch, wollen auch vernünftige Geschwindigkeit haben. Ja. Wie gesagt, ich habe schon alles vorbereitet und werde euch dann nur die einzelnen Effekte zeigen, die ich da eingebaut habe. Also einmal Effekt Channel laden. So, das sieht dann so aus. Hört sich das, das hört sich dann so an. Oh. Man sollte natürlich auch vor was reinmalen. Moment. Das Ganze auf G. So. Ja, warum G, fragt euch bestimmt, ja. Weil es einfach gut klingt. Man kann es natürlich auch auf F, E, wo auch immer hin malen. So, dann einmal hier reinrouten. So, das hört sich dann so an. Ja, klingt schon ganz schön hart. Ohne den ganzen Effektkanal klingt das dann so. Also wichtig ist halt die Grundkick. 909 Kick ist immer ganz cool. Gut. So, ja. Klingt natürlich jetzt noch ein bisschen böse. Deswegen werde ich das jetzt absamplen. Denn wir wollen das Ding ja noch pitchen. Und ja, am besten noch ein Sub drunter legen, Sub-Bass, damit das nicht so matschig klingt, sag ich jetzt mal. Das heißt einmal. Klingt doch gut. Vielleicht Decay noch ein bisschen runterdrehen. Gut. Das Ganze werde ich dann mal exportieren. Wohin? Desktop untitled. Zack. So. Und jetzt lade ich das erstmal rein hier. Ups, untitled. Okay. Einmal Shell 2. Yep. So. Bisschen ranzoomen. Ich mache das immer gerne mit Loops. Kann man dann auch schon rumspielen. So, dann. Ah, genau, ich wollte ja mit euch noch die ganzen Effekte durchgehen. Vielleicht sollte ich das erstmal machen. Also, wichtig ist meistens das EQing, und desto weniger, desto besser ist eigentlich eher das, die Ansage. Einmal habe ich hier den Camel Crusher so eingestellt. Ich kann einmal mal hier alle ausschalten. Das klingt dann nicht so toll. Aber es bringt schon einiges. So, jetzt ganz wichtig. Der erste EQ hier. Equalizer. Zwischen 500 und 1000 Hertz angehoben. Klingt dann schon mal so. Das kann ich hier natürlich noch ein bisschen rumspielen. So, dann habe ich den Fastless drauf. Also ihr seht, ich habe relativ viele Plugins von Fruity Loops benutzt. Denn, tja, wichtig ist halt das Endergebnis, nicht wie man drauf hinkommt. Also es ist eigentlich egal, welche Plugins man benutzt, man muss nur wissen, wie man sie benutzen muss. Ich habe das Ganze auch nur durch Probieren rausgefunden. Also, probieren geht über studieren. So, Fastest habe ich so eingestellt. Hört sich dann so an.
Das klingt auch nicht schlecht. So. Nächster Cue. Equalizer. Habe ich ein paar Sachen geboostet, beziehungsweise bisschen leiser gemacht. Ein bisschen die Höhen rausgenommen. Und dann wieder ein Fastes rauf geballert. Klingt dann so. Das klingt doch schon mal satt. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich den hier auch noch an hatte. Aber. Ich finde, das klingt schon mal ganz geil. Gut. Ja, jetzt gucke ich, lade ich das nochmal kurz rein. Nicht, dass ich ein paar Sachen verändert habe. Okay, der Equalizer war noch an, also klingt dann so. Camel Crusher. SRQ. Erster Fastest. Zweiter Equalizer. Zweiter Fastest. Und letzter EQ. Ja. So klingt das dann. Also, dann alles exportiert, gesampelt. Und dann haben wir dann hier drin. Gut. Ja, den sollte man auch noch ein bisschen EQen. Da habe ich dann auch schon alles vorgeladen. So, damit ich jetzt nicht immer wieder eine Taste klicken muss, male ich das jetzt mal hier ins Piano Roll rein. Untitled, nenne ich mal Sample. Jawohl. Fragt euch bestimmt, warum ich jetzt die Tiefen rausgenommen habe. Ja, weil ich jetzt noch einen Subbass drunter liegen werde. Denn ich finde, das klingt besser, wenn man das übereinander layert, als wenn man Sub und Disc Kick aus einem Sample nimmt. Das klingt schon mal fett. Ja, es fehlt noch ein Subbass. Ich nehme dazu mal den 3M Oscillator von Fruity Loops intern. Denn das Ding ist gar nicht so schlecht dafür. Ups, einmal alles runterpitchen. Klingt natürlich nicht besonders. So, ab auf. Geh damit. Aber ich hoffe, ich mische das jetzt alles vernünftig ab, weil ich das nur auf Kopfhörern mache. So. Klingt nicht besonders. Vielleicht erstmal noch einen Punch reinladen. Sample. Ja, habe ich jetzt, wie man vielleicht hört, von Tatanka abgesampled Tokio von dem Track. Punchkick ist halt, könnt ihr euch auch selber bauen. Ich glaube, ich habe da mehrere gelayert, welche von mir und welche von Tatanka zum Beispiel. Punch ist immer gut, der kriegt auch einen eigenen Channel. So, denn wichtig ist nachher, dass das alles, das soll ja auch schön zusammenklingen. So. Ich kann ja mal gucken. Ah, ich habe so ein Preset. So. Das ist dann unser Sub. Mit den Einstellungen hier. Okay, klingt noch scheiße. Erinnert sich aber noch, denn. Gucken, ob ich davon auch die Channel Presets habe. Jawohl. Da habe ich diesmal ein externes Plugin, den Tree Dirt, genommen. Mit den Einstellungen. Also. Sub. Da rein. Klingt dann so. So, einmal der Tree Dirt. Mit diesen Einstellungen hier. Ja. Dann den ersten Equalizer. Habe ich die Mitten und Hill ein bisschen rausgecuttet. Wir wollen ja schließlich einen Subbass haben, der nur brummt, so gesehen, und keinen Eigensound hat, in dem Sinne.
Und dann habe ich noch einen, damit die noch extremer gecuttet werden, sonst würde das Ganze so klingen. Und das ist pervers. So, dann haben wir den Sub also auch schon. Ja, Sidechaining ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Nämlich den P-Controller. Ja, wir wollen den Channel ja nicht muten, wo der drin ist. Habe ich im Punch-Sample, wenn ihr das hier anhabt, dann ne, ist der Punch gemutet, aber der P-Controller funktioniert trotzdem. Aber das wollen wir nicht haben. So, einmal für den Sub. Einmal für den Dist. Nenne ich das auch nochmal Dist? Nein, nicht Sampler. Dist. So, für den Dist-Kick. Da auch ausmachen. So, einmal den Sub auf den Sub-Channel linken. Peak. Und das andere beim Dist, das war jetzt... Da, rename. Dist. Link to Controller. Dist Peak. So. Ja. Dann baue ich hier noch, damit der Sub nicht den Punch wegdrückt. Er braucht ein bisschen Attack drauf. Das mache ich dann so. Zack. Wie ihr hört, ich mache hier ein bisschen leiser, wie ihr hört, ist es ein bisschen versetzt. Ja, das gehört so. So, wieso soll ich den Disc-Kick nicht? Ah, ich verstehe. P-Controller, wo bist du? Da. Also Bass ist die Lautstärke. Und Volume ist, ja, wie soll man es erklären? Ich kann es einfach mal in den Hintergrund laufen lassen. So gesehen, wie doll er ihn wegdrückt. Der Punch, den Disc-Kick wegdrückt, so würde ich das jetzt sagen. So ein bisschen. Jetzt kommt der Sub noch dazu. Mal wieder lauter. Ja, ich finde, das klingt schon mal ganz geil. So, jetzt fragt euch bestimmt, ja, wie klingt das Ganze gepitcht? Das weiß ich jetzt auch nicht, aber das können wir mal ausprobieren. Ja, also erstmal sollten wir das Ganze hier wieder exportieren, also absamplen. Das mache ich einmal kurz. Kopieren. Einfügen. So. Das gleiche mit dem Sub. So, und damit das... Okay. Punch natürlich auch mit. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich den nicht mit upsamplen will. Das heißt, ich mache hier beim letzten P-Controller dieses Mute an. Das heißt, wir hören ihn nicht mehr, aber er drückt trotzdem den Bass noch weg. Okay, ich merke gerade, das ist ein bisschen zu versetzt, der so Bass. Vielleicht. Das klingt doch schon mal super. So, das werde ich jetzt exportieren. Desktop. Bla. So. Und jetzt kommt der Trick. Erstmal müssen wir gucken, wie wir den pitchen wollen. Dazu lade ich jetzt einfach mal irgendeine Melodie rein. Erstmal brauche ich ein Lied dafür. Ja, zeige ich euch jetzt nicht, wie ich den gebaut habe. Aber mit dem Silence habe ich den gebaut. Klingt dann so.